Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? So, es gibt von mir heute einen hoffentlich schnellen Food Haul, denn ich war jetzt gerade einkaufen. Ich muss das Zeug jetzt ganz schnell wegräumen. Es sind einige Frozen Items dabei, die jetzt sofort ins Gefrierfach müssen. Und dann bin ich auch schon wieder auf dem Sprung und ich muss weiter. So, da dieses Video von euch aber aus irgendeinem Grund sehr, sehr gerne geschaut wird, ich heute sehr, sehr viel eingekauft habe, habe ich mir gedacht, es rentiert sich. Natürlich gehen wir zwischendurch immer mal wieder in die Commissary, ja, da wird mal das gebraucht, da wird mal das gebraucht. Da rentiert sich für mich einfach kein Food Haul für euch. Aber heute sind, glaube ich, ein paar ja, neue Sachen dabei, also zu 90-95% ist es bei uns ja immer das Gleiche, aber so ein paar neue Dinge sind dabei, die ich für mich jetzt auch noch nicht getestet habe. So, wir fangen an mit Schweppes. Hier sind, glaube ich, ja, 12 Dosen drin. Räume ich gleich mal hier hinten hin. Trinke ich zwischendurch sehr, sehr gerne. Mein Mann mag das nicht so, gerade nach schwerem Essen. Das räumt so ein bisschen den Magen auf. Ja? Ansonsten trinke ich ja Wasser. Wasser habe ich auch gekauft, aber zwei Pakete sind noch im Auto. Ihr wisst, wie Wasser aussieht. Ne? Dann für Simbas Katzentoilette habe ich wieder diese Plastikteile gekauft, die man dann einfach in die Toilette reinlegt und nach einer Woche wird die komplette Toilette dann frisch gemacht. Also er bekommt ja jeden Tag eine frische Toilette, aber sonntags wird eben das komplette Ding rausgeräumt mit diesem Plastikteil und dann kommt ein neues rein und darauf kommt dann einfach das Katzenstreu. Ich habe das Gefühl, ihr seid heute ein bisschen weit unten. Friese, Eyeliner, alles nicht mehr so, wie es heute Morgen war. Aber bei euch sind ja auch mega heiße Temperaturen. Ihr könnt also verstehen, warum bei mir der Eyeliner am Haaransatz hängt. Ne? Mir läuft die Ziffe einfach nur so runter. Dann habe ich wieder 10 Teelichtchen gekauft für meine Öllampe. Die steht ja immer hier. Ja? Das reicht bei mir so für eine Woche. Dann habe ich mir eine neue Zahnpasta gekauft und zwar wieder von Sensodyne, aber das ist die Strong and Bright. Also ich meine, dass ich die noch nicht hatte, das ist die extra Fresh. Die Preise blende ich euch natürlich wieder ein. Dann habe ich eine Dose Mais mitgenommen, war heute im Angebot für 50 Cent. Dann habe ich wieder Müllbeutel mitgenommen. Das sind wir jetzt mittlerweile auf die günstige Variante umgeswitcht, ja, Homebase. Die riechen auch schön frisch, kosten 4,48 Dollar anstatt 8 Dollar. Und da sind 38 Stück drin. Die sind wunderbar. Dann habe ich noch ein bisschen Hundefutter mitgenommen für Maximus. Da war ich aber gestern schon einkaufen, deswegen sind es heute nur 2 Stück. Dann habe ich einmal für meinen Mann von Lay's die Kettle Cooked Kartoffelchips mitgenommen und zwar mit Jalapeno. Er mag es zwischendurch gerne scharf. Ich muss sagen, die schmecken mir auch, aber ich kann davon nicht viele essen. Also ich bin ja so dieser typische ganze Chipstütenfresser. Ich kann nicht einmal in die Chipstüte und dann ist bei mir Tuck. Nein, ich schaffe das. Je nachdem, welche Chipsorten es sind, euch eine halbe bis dreiviertel Tüte leer zu essen, so dass dann noch 3 halbe Chips drin sind. Da regt sich mein Mann immer auf. Hier bei diesen Dingern kann ich das nicht, weil die sind doch schon sehr scharf. Ich mag sie zwischendurch aber ganz gerne. Und wie gesagt, für meinen Mann. Dann wollte ich jetzt in den nächsten Tagen wieder Chips und Dip machen. Und da essen wir dann immer sehr, sehr gerne Tortilla-Chips dazu. Da habe ich jetzt mal diese blauen mitgenommen. Made with organic blue corn, also mit blauem Mais sind die gemacht. Die essen wir auch sehr, sehr gerne. Ich wurde gefragt, ob ich zu diesem Dip mal ein Video machen kann. Aber Leute, das rentiert sich einfach nicht. Das ist, Moment, das kann ich euch zeigen. Das ist dann einfach hier dieser Käse-Dip von Tostitos. Da brate ich vorher ein bisschen Hackfleisch in der Pfanne an, ein bisschen Zwiebeln mit dazu, vielleicht noch ein paar Tomaten und dann kommt einfach dieser Dip dazu und dann wird das Ganze vermischt und dann die Chips. Ja, ist natürlich alles andere als gesund, aber lecker. So, dann habe ich mir
Cornflakes mitgenommen, und zwar die günstige Variante von Smacks. Die haben jetzt, glaube ich, 1,70 Dollar gekostet und das Original kostet 3,50 Dollar oder 3,80 Dollar. Die Dinger schmecken genauso, werden wahrscheinlich auch in derselben Fabrik produziert, nur dass es eben eine billigere Verpackung ist. Ne? Mein Mann, der ist da ein bisschen eigen, mir ist das egal. So, dann kleine Story. Wir haben eigentlich immer Popcorn zu Hause. Immer. Also bei uns wird es manchmal monatelang gar nicht gegessen und dann einmal in der Woche gleich 3 Packungen. Gestern Abend, wir wollten einen Film schauen, nachdem wir Lauren hingelegt haben. Wir hatten so richtig Bock auf Popcorn. Wir sind beide davon ausgegangen, wir haben Popcorn im Hause. Was war der Fall? Nein, natürlich nicht. Und deswegen habe ich heute wieder unser geliebtes Movie Theater Butter Popcorn mitgenommen. Das ist das leckerste Popcorn überhaupt, wenn man salziges Popcorn mag. Also für mich war das damals auch eine ganz, ganz große Umgewöhnung. In den Staaten, es wird eigentlich kaum süßes Popcorn gegessen. Aber wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat, es schmeckt sehr, sehr lecker. Ja, und einfach dieser Buttergeschmack und... Grüße an die Büffelhüfte, und hier könnt ihr mir in die Kommentare hauen, seid ihr Team süßes Popcorn oder Team salziges Popcorn? So, dann habe ich ganz unspektakulär einfach ein Päckchen Mehl mitgenommen, habe keins mehr zu Hause. Wenn ich Bananenbrot backe, ja, oder egal was, also Mehl brauche ich, und es ist mir jetzt vor ein paar Tagen leer gegangen. Dann habe ich von Classico eine Pizzasoße mitgenommen, denn bei uns wird es, ich weiß nicht, ob heute oder in den nächsten Tagen, wollte ich Pizza machen. Die Soße ist sehr, sehr lecker, kann man natürlich selber machen, mache ich hin und wieder auch mal, aber ja, wenn es jetzt schnell gehen muss, dann einfach so eine Pizzasoße und dann ist super. Und für die Pizza habe ich dann auch noch Pilze mitgenommen. Das sind diese geslicen, also schon vorgeschnittenen. Da mag ich die lieber wie frische Champignons, weil die frischen Champignons dann einfach zu trocken werden auf der selbstbelegenden Pizza. Also von mir selbst belegt. Und dann natürlich noch Pepperoni. Ja, so kleine Salamischeiben sind es dann einfach. Egal, ob jetzt auf die Pizza oder vielleicht auch für Eier und Omelette so ein bisschen draufgelegt. Sehr, sehr lecker. Brauchen wir auch immer wieder. Dann habe ich natürlich Ceva mitgenommen, Bounty. Das sind die mit, da kann man sich die Größe raussuchen. Also das sind jetzt nicht diese großen Sheets, sondern die kann man so in der Hälfte abtrennen. Und das finde ich manchmal ganz gut, weil dann will man nur das ein oder andere, so ein kleines Tröpfchen wegwischen. Da braucht man nicht so einen riesen Paper Sheet. Dann habe ich noch mal Plastiklöffel mitgenommen, 24 Stück. Die brauchen wir auch immer wieder. Und da mein Mann momentan mit Allergien zu kämpfen hat und wieder eine Schnuffelnase hat, habe ich von Puffs die Ultra Soft Tissues, Taschentücher mitgenommen. Die sind auch mit Lotion. Sind sehr angenehm. Wenn man also öfters die Nase putzt, dann wird man nicht so schnell rot um die Nasenflügel. So, dann geht es hier weiter. Für den Mutti natürlich seit langer Zeit mal wieder Hershey's, die Cookies and Cream Crunchers. Ihr wisst es, was Schokolade in den Staaten angeht, bin ich kein Freund, kein Fan. Also für mich können die Amis keine Schokolade. Aber dieses Zeug ist der Shit.com. Ich garantiere es euch, wenn ihr diese Dinger in die Finger bekommt, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, nicht die komplette Tüte aufzuessen. Ja, ich habe es schon mal geschafft und ich habe gebrochen wie ein Reiher. Also ich bin da ja manchmal so ein bisschen extrem. Ich habe das schon mal mit M&Ms gehabt, ja, dass ich mir jahrelang keine M&Ms gekauft habe. Dann sind sie mir in die Augen gefallen und natürlich auch gleich mal die große Größe. Habe ich sofort weg inhaliert und so geht es mir mit diesen Dingern eben auch. Die sind so cremig und crunchy und da ist einfach alles drin, was ich in Schokolade mag. Es ist weiße Schokolade mit kleinen Keksstückchen. Super, super, super lecker. Muss ich mich aber wirklich zusammenreißen, dass ich ja, mir das mal in so 4-mal aufteile. Sonst kriege ich wieder Anschluss von meinem Mann. Dann habe ich einmal so eine Nussmischung mitgenommen. Da sind jetzt Honey Roasted Peanuts,
Rosinen, Walnüsse, Cashews und Cranberries mit drin. Die esse ich zwischendurch mal ganz gerne oder auch in so ein bisschen Joghurt mit rein. Und dann habe ich noch ganz normale Mandeln mitgenommen für meinen Mann. Der isst die so zwischendurch ganz gerne. Mandeln pur ist jetzt nicht so meins. Also gebrannte Mandeln, das ist dann schon eher mein Shit. Aber so das Gesunde, nee. Bandnudeln habe ich mitgenommen, weil es in den nächsten Tagen Gulasch geben wird. So, dann ein bisschen was Gesundes. Und zwar ein gelber Paprika, den esse ich zwischendurch einfach mal ja so ganz gerne ohne irgendwas oder in den Salat mit rein. Also Paprika geht bei uns auch immer. Eine Gurke habe ich wieder mitgenommen, auch die ja entweder in den Salat oder einfach so zwischendurch. Die Salatgurken isst Lauren auch ganz gerne, wenn ich sie vorher schäle, noch ein bisschen Salz drauf und dann schnabuliert die weg wie nix. Und dann habe ich mal zur Abwechslung Kirschen mitgenommen. Das sind, da stand glaube ich dort rote Kirschen, Red Cherries. Also blaue Kirschen habe ich noch nicht gesehen. Bei mir sehen die immer alle irgendwie gleich aus. Freue ich mich megamäßig drauf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Kirschen gegessen habe. Also meine Sommerfrucht überhaupt ist ja Wassermelone ohne Kerne. Wollte ich heute auch eine mitnehmen, aber es hat keine mehr gegeben. Trauben haben wir noch da, Äpfel haben wir noch da, Bananen haben wir noch da. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal ein paar Kirschen mitgenommen. Freue ich mich megamäßig drauf. Auch das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Was ist euer liebstes, eure liebste Sommerfrucht? Ja, stimmt es? Eure liebste Sommerfrucht? Wassermelone, Kirsche? Würde mich sehr interessieren. So, dann habe ich Hackfleisch mitgenommen. Wie gesagt, für Chips und Dip. Und dann habe ich hier noch so ein Family Pack von Rindersteak mitgenommen. Das ist dann einfach das Fleisch, was ich in kleine Stücke schneiden werde für das Gulasch. Honig darf bei uns natürlich auch nicht im Haus fehlen. Da nehme ich eigentlich sehr gerne die große Flasche, weil sich das vom Preis her eher rentiert, aber war ausverkauft. Von Subi. Honig entweder in den griechischen Joghurt oder in den Smoothie. Aufs Brot mit ein bisschen Butter. Sehr, sehr lecker. Nüsse habe ich mitgenommen und zwar diese Chopped Walnuts. Da habe ich noch irgendwo eine Packung, weil auch das ist etwas, entweder in die Haferflocken oder ins Müsli. Geht immer. Bananenbrot, Brownies zum Backen, da knalle ich dann auch immer noch so ein paar Walnüsse rein, weil ich finde, es gibt dann einfach noch mal so einen, ja, so einen extra Kick, was jetzt so dieses, wie soll ich denn das beschreiben? Also ein Brownie an sich ist schon eine geile Kacke, ja, aber wenn dann noch so Walnuts mit drin sind, so dass man noch ein bisschen was zum Crunchen hat, ist top. Von Melitta, unseren Kaffee, habe ich wieder nachgekauft, habe ich heute Morgen leer gemacht. Dann habe ich von Progresso eine Chicken Homestyle Noodle Soup mitgenommen. Ja, einfach wenn es mal zwischendurch schnell gehen muss. Für Lauren, die isst diese Suppe nämlich sehr, sehr gerne. Da ist auch alles drin. Ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Nudeln. Und dann, worüber ich mich heute sehr gefreut habe, denn es ist normalerweise echt richtig teuer bei uns, Nutella. Oh. Dieses Glas hat jetzt 2,49 Dollar gekostet, anstatt 5,99 Dollar. Also das ist jetzt hier mit 371 Gramm. Ihr könnt es sehen, das ist nicht die große Variante und 6 Dollar für ein bisschen Nutella finde ich schon heftig. Aber wenn es im Angebot ist, dann kann man sich das auch mal gönnen. Genau, hier dann nochmal Nüsse. Also das sind übrigens Walnüsse, falls ich das nicht gesagt habe. So, dann unser geliebtes Cornbread. Das essen ja die Amis eigentlich zu deftigem Essen mit dazu. Ich mag das nicht, sondern ich mache uns das immer zum Frühstück. Ich mache dann kleine Muffins draus. Eigentlich kommt da nur dieser Inhalt in eine Schüssel, ein Ei und ein bisschen Milch. Aber bei mir kommt dann noch ein bisschen Zucker oder Vanillezucker und Vanilleextrakt mit dazu.
Und dann wird das Ganze gebacken und dann morgens einfach aus dieser Muffinschale in eine Schüssel, klein gemacht, Milch drüber, schmeckt mega lecker kalt, also gerade bei den Temperaturen. Aber ich esse es auch sehr, sehr gerne warm. Da kenne ich auch nichts und drücke euch da so 3 Muffins weg zum Abendessen. Ja, also könnte man oder bräuchte man meinem Mann jetzt nicht mit um die Ecke kommen, aber ich esse sowas sehr gerne. Die Dinger kosten 59 Cent, deswegen, die sind immer bei uns zu Hause. Ich meine auch, dass ich noch 4 Stück da habe, also ich kaufe immer gleich 2. Und ja, dann hat man eben 12 Muffins. Ganz, ganz toll. So, dann habe ich Mais mitgenommen, 3 Packungen. Der ist gefroren. 1, 2, ist noch irgendwo einer, weil hier unten habe ich auch noch ein paar Tüten. Wir sind nämlich am Wochenende zum Grillen eingeladen bei Freunden und wir haben gesagt, dass wir einen Nudelsalat mitbringen, Mais und ich glaube einen Nachtisch, hat mein Mann gesagt. Ja, finde ich auch geil, ne? Mein Mann, der macht da irgendwelche Arrangements und ja, Schatz, und wir gehen da am Wochenende hin. Super, freue ich mich. Du musst aber ein Dessert machen, ja, wo ich mir dann auch denke, mach doch mal selber, Knallkopf. Aber, ja. So, dann habe ich French Toast mitgenommen. Kann ich euch nichts zu sagen, weil ich habe die noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob die schmecken. Generell French Toast mag ich eigentlich sehr gerne. Einfach in die Mikrowelle, ein bisschen Sirup drüber, kann man essen. Ich kenne die Marke aber nicht, war heute im Angebot anstatt 3 Dollar, ich glaube 1,99 $. Und da sind auch richtig viele drin. 907 Gramm. Ja, räume ich mal ganz schnell ins Gefrierfach. So, und wenn wir schon dabei sind, den Mais machen wir auch mit rein. Da merkt man nämlich schon richtig, wie das am Auftauen ist. So, dann haben wir, oh, ich habe mir etwas zu essen gekauft, Leute. Ich habe so einen Hunger. Sushi habe ich mir heute mal mitgenommen. Und da schnabuliere ich auch gleich mal eins. Ich weiß, es ist unhöflich, aber ich muss jetzt irgendwas essen. So, dann einmal Toast, ja, hier heißt es Butterbread, Butterbrot, das ist sehr, sehr weich, ist jetzt für mich auch nichts, wo ich mir ein Käsebrot oder so mitmachen würde, weil es von der Konsistenz her einfach sehr lappeduttelig ist, aber erstmal schlucken, ja, so ganz normal getoastet oder eben auch Grilled Cheese Sandwich, so gegrilltes Käse-Sandwich, kann man damit auch sehr gut machen. Und Lauren mag das Brot auch sehr, sehr gerne. Ja, und dann als richtiges Brot, wo man sich eben auch Sandwiches und so machen kann, habe ich einmal dieses Panini-Bread mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, der Preis. Ich hoffe, ihr sitzt, weil sonst fallt ihr mir nach hinten um. 8,99 $. Ja. Also es ist Luxus, ja, sich hier Brot zu kaufen, weil es ist echt teuer. Aber das ist das einzigste Brot, was nicht süß schmeckt und was mich so an deutsches Brot erinnert. Und deswegen gönnen wir uns das auch. So, für die Pizza habe ich einmal 2 Pizzakrusten mitgenommen. Da mögen wir immer diese Thin and Crispy, weil mich das so, ja, an deutsche ja, nee, das macht keinen Sinn. Deutsches, italienisches Restaurant erinnert. Also hier in Amerika bekommt man ja eigentlich nur Pizzen mit diesem dicken Boden. Und ich mag das eigentlich gar nicht so. Und ich mag, wenn die Kruste schön dünn ist und so ein bisschen, bei mir muss da auch gar nicht viel Belag drauf. Ja, so ein bisschen Pizzasoße und Käse, Rucola und ein bisschen Schinken vielleicht oder auch nur ganz vegetarisch. Und ja, das sind auf jeden Fall 2 Stück drin und wir machen dann immer eine, das reicht für uns und dann ist da so eine Extratüte drin und dann kann man den anderen Boden damit einpacken, ohne dass der dann super schnell hart wird. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen, weil ihr räumt ja nichts weg.
Genau, das wollte ich euch nämlich unbedingt zeigen. Das ist etwas, das kenne ich auch nicht. Da bin ich gespannt, wie ein Anschnallgurt. Und zwar von Oreo habe ich neue Kekse entdeckt. Da steht auch neu drauf. Das sind die Thins, also die sind sehr dünn, nicht so dick wie die normalen Oreos, mit Pistachio, Pistazienfüllung. Hallo, wie geil ist das denn? Sollen wir da mal einen zusammen probieren? Was habe ich denn gerade gehabt? Lachs-Sushi und jetzt so ein Oreo dazu. Hm, passt. Ja, also die sind sehr dünn. Ja. Die kann man essen. Auf jeden Fall. Gibt es wahrscheinlich in Deutschland nicht. Oh, die sind aber sehr lecker. Ja, da kommt so richtig dieser Pistaziengeschmack raus. Also ich glaube, die werden auch Schatzi schmecken. So, anstatt Capri-Sonne habe ich heute diese Dinger mitgenommen. Und zwar von Minute Maid sind es einfach so kleine Trinkpäckchen mit Limonade. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir an den Pool gehen, also ich gebe da jetzt nicht extra Geld aus und kaufe da irgendwie was. Und das sind solche kleine Päckchen immer am besten. Dann habe ich Honey Buns mitgenommen. Auch das ist etwas geil. Ja, einfach nur geil. Das sind so kleine, ja, Teigdinger mit Glasur obendrauf. Die schmecken so schon okay, aber der richtige Burner ist es, wenn man sich die so 30 Sekunden in der Mikrowelle warm macht und dann noch Vanilleeis obendrauf. Kann man essen, Jet Alive. Definitiv. So. Dann natürlich wieder Creamer. Dieses Mal habe ich French Vanilla mitgenommen. Darf bei uns natürlich im Hause nicht fehlen. Wobei ich muss sagen, ich trinke momentan sehr, sehr gerne Kaffee. Ganz normal mit Milch und ein bisschen Zucker. Ja? Also mein Mann ist momentan mehr auf diesen Creamer aus wie ich. Aber er muss zu Hause sein. Solltet ihr übrigens irgendwelche Hintergrundgeräusche hören? Ich weiß nicht, was da draußen gemacht wird. Ob die Bäume abhacken oder... Das ist auf jeden Fall genau hier. Ich versuche es nachher in der Bearbeitung runterzuschrauben. Wenn ihr es trotzdem hört, I'm sorry. Griechischer Joghurt habe ich mitgenommen. Normalerweise mag ich ja gerne den Plain ohne irgendetwas. Mache mir da dann Honig rein, ne, und meine Früchte und Nüsse, die ich gerne mag. Hat es jetzt aber dieses Mal nicht gegeben, sondern nur den mit Vanilla. Der ist also schon so ein bisschen vorgesüßt. Ist auch sehr lecker. Den mag Lauren zum Beispiel auch lieber. Und dann habe ich einmal Sandwich Meat mitgenommen, also Wurst fürs Brot. Das ist Turkey Breast. Was ist Turkey? Ist Truthahn bei euch, ne? Ja. Und die esse ich momentan sehr, sehr gerne. Da könnt ihr vielleicht an der Wurst sehen, der Rand, der ist so ein bisschen scharf, aber nicht extrem, ne? Lauren kann das auch essen, die schnapuliert es zwischendurch auch so ganz gerne als Snack. Normalerweise haben wir Chicken Breast, also Hähnchenbrust, aber ich habe gedacht, ich probiere jetzt mal was Neues. Ja, und Feta-Käse, ne? Also es gibt so gewisse Dinge, die dürfen bei mir zu Hause nie fehlen und das ist eben auch Feta, weil ich finde, damit kann man alles machen. Also in den Salat mit rein oder Kartoffel-Alu-Gedöns, ne? Einfach so ein bisschen Alufolie. Kartoffeln reingeschnitten, Feta mit rein. Je nachdem, was ihr noch so für Gemüse zu Hause habt, könnt ihr da alles reinschnibbeln. In den Backofen 30, 40 Minuten backen. Super lecker. Also gerade bei den Temperaturen. Ich brauche da auch kein Fleisch oder irgendwas dazu. Ist nicht schwer, aber man ist satt und es ist einfach lecker. So, da sind die Tüten leer. Genau, dann habe ich wieder Brezeln mitgenommen. Diese Super Prezzo, die isst unsere Tochter sehr, sehr gerne. Ja? Die knallt man einfach 30 Sekunden in den Backofen, in die Mikrowelle und dann sind die auch schön soft. Und dann riecht das ganze Haus wie in einer Bäckerei. Also
Hätte ich nicht gedacht, dass die so lecker sind, aber ich esse die zwischendurch auch ganz gerne. Da sind 6 Stück drin. Manchmal isst sie die zum Frühstück, manchmal einfach als Snack zwischendurch. Mutti dann auch. Also sie isst jetzt keine ganze Brezel, ich kriege dann immer so das übrig gebliebene. Und was ich eben da auch sehr mag, es kommt so Brezelsalz mit dazu, ja. Das ist so grobkörnig und dadurch schmeckt es einfach wie eine frisch gebackene Brezel. Also sehr, sehr lecker. Und hier haben wir nochmal Mais. Dann habe ich noch ein paar Tomätchen mitgenommen in so einem Viererpack. Und Zwiebeln, die brauche ich fürs Gulasch. Also jetzt nicht beide, aber Zwiebeln halt. Dann habe ich einmal Orangensaft mitgenommen und einmal die Lactose-Free Milk für meinen Mann, weil der ist ja laktoseintolerant. Brauchten wir auch wieder. Dann habe ich einmal Milch für Lauren mitgenommen. Käse war heute im Angebot. Da habe ich diesen Münsterkäse mitgenommen mit 12 Scheiben von Kraft. Den mögen wir auch sehr, sehr gerne. Geriebenen Mozzarella-Käse habe ich mitgenommen. Und diese Freedom's Choice-Reihe, das ist jetzt eine Marke, ja, wie so eine Hausmarke, ja. Also da ist dann alles nochmal viel, viel günstiger. Und man merkt jetzt eben auch, wenn man in die Commissary geht, es sind dann viele Dinge oft ausverkauft von der Marke, ja. Der Käse, die Sour Cream, also da gibt es viel. Aber deswegen habe ich jetzt heute auch wieder von Daisy die Sour Cream mitgenommen. Ich hatte jetzt das letzte Mal hier von Freedom's Choice Sour Cream. Schmeckt genauso, nur dass es eben die Hälfte kostet, ja. Aber auch Sour Cream muss bei uns immer zu Hause sein und deswegen habe ich jetzt wieder die teure Variante mitgenommen. So, und dann haben wir es auch schon fast geschafft, meine Lieben. Die letzte Tüte. Ich habe neue Geschirrspüler-Tabs für mich entdeckt. Und zwar von Finish diese Powerball-Dinger. Die sind so mega, mega gut, kann ich euch sagen, aber auch scheiße teuer. Das sind 20 Stück drin und die kosten 6 Dollar. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Aber ich habe die Werbung dazu gesehen und meine Nachbarin, die Julie, wie sie noch hier gelebt hat, die hat die mal ausprobiert und hat mir dann so einen Tab mit rübergegeben, weil sie gesagt hat, boah, die musst du ausprobieren, die Dinger, die sind der Knaller. Ja, sind sie leider wirklich. Oh, jetzt habe ich ein Auto bei mir vor der Tür im Garten. Was ist hier los? Könnt ihr hier gleich aufräumen. Ja, die sind toll. Die sind wirklich toll. Sehr teuer, aber werde ich wieder nachkaufen. Und dann habe ich natürlich meine Swiffer-Tücher wieder mitgenommen. Also das ist ja für mich kein, wie heißt es? Also ich mache damit nicht meine kompletten Böden sauber, sondern das ist für mich einfach Spot-Wishing. Oh, Spot-Wishing, Spot-Mopping, ja, und auch meistens nur in den Räumen, wo Hund, Katze und Kind nicht wirklich rumrennen, also so wie im Badezimmer oder wie hier im Wäscheraum oder so die Eingangstüren, ja, wenn man reinkommt und man hat nasse oder dreckige Schuhe, weil das sind einfach Stoffe drin, das dauert, wenn eure Tiere sich die Pfoten lecken, dann haben die das im Mund. Ich wische meine Böden ja meistens mit meinem Steam Cleaner, also mit so einem Dampfreiniger. Das sind dann überhaupt keine Chemikalien enthalten. Das finde ich super. Und aber für zwischendurch, ja, einfach mal so ein Spot-Mopping, so ganz kurz. Und natürlich geht man dann ein paar Tage später wieder mit einem normalen Wischmopp hinterher. Dann ist es für mich okay. Und deswegen, ich brauche die auch gar nicht oft. Das sind 12 Stück enthalten. Die riechen super schön nach Febreze, also richtig frisch. Die machen den Boden auch nicht streifig. Ja, also die machen schon richtig gut Dreck weg. Aber es ist für mich halt keine Alternative, damit den ganzen Boden zu wischen. Ich weiß, dass es viele Amerikaner machen. Ich für mich mag das nicht. Dann habe ich für Simba nochmal für die Katzentoilette sein Powder mitgenommen. Wie gesagt, er bekommt jeden Tag die Toilette frisch gemacht, ne? Also Pipi und Dudu wird rausgemacht. Und dann kommt da einfach so ein bisschen Puder rein. Dass die Toilette wieder gut riecht und ja, meine Katze legt darauf Wert.
Das ist wirklich so. Der merkt es sofort, wenn die Katzentoilette nicht sauber ist oder wenn da sein Good Smelling Powder nicht drin ist. Der kennt da auch nichts, Leute, und der kackt euch neben die Toilette. Der ist da knallhart. So, und zum guten Schluss, weil das im Angebot war von Febreze Air Downy, hattet ihr jetzt gerade erst in meinem Aufgebraucht-Video gesehen. Ich liebe es. Oh, ich liebe diesen Duft. Ganz, ganz toll nach frisch gewaschener Wäsche. Ich hatte euch gesagt, dass ich es mir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht nachkaufen werde, weil ich ja noch so 1 bis 3 andere hier habe. Aber die Dinger waren jetzt im Angebot. Anstatt 2 Dollar haben die jetzt, glaube ich, 1,05 Dollar gekostet. Das war das letzte aus dieser Downy-Reihe, weil sonst hätte ich mir da auch noch ein paar mehr mitgenommen. Aber ich brauche jetzt erstmal das auf, was ich zu Hause habe. So, also die Tüten, ja, sind alle leer. Wie gesagt, das Wasser, das ist noch im Auto, das hole ich aber nachher rein. Dann werde ich den Einkauf jetzt sofort wegräumen, werde zwischendurch noch ein bisschen mein Sushi essen und dann muss ich auch sofort aus dem Haus rennen. Ich hoffe, dass es für euch ein bisschen interessant war, dass, ja, vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere bei euch. Also bei dem will ich es mal stark hoffen, weil die Dinger, die sind saulecker. Hängt auch noch ein bisschen was in den Zähnen. Macht nichts, dann hat man länger was davon. Und mehr gibt es dann von mir gar nicht. Und dann verabschiede ich mich, meine Lieben. Ich wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!